Meine Herren, was für ein Trip heute. Ich habe meine Chaos-Tage. Was sind Chaos-Tage? Ich habe meine Chaos-Tage. Das bedeutet, Dinge anders zu machen als sonst und damit mehr Glitzer, mehr Zauber, mehr Energie in das Leben zu bringen. Das heißt, die alten Muster aufzusprengen, um mehr Raum, mehr Energie, mehr Platz zu haben, mehr empfangen zu können. Denn alles, was wir gleich machen, bleibt gleich. Also macht es Sinn, dass wir Dinge anders machen, um andere Dinge in unser Leben zu ziehen. Ich habe das ganz konkret erklärt in dem Video von Montag, was du aber auch noch in der Gruppe dann dir nochmal angucken kannst. Und heute war echt so ein mega Chaos-Tag. Also ich habe mehrere Chaos-Dinge schon veranstaltet. Also einmal natürlich, ne, das ist gar nicht mal so viel Chaos, spontan in den Urlaub zu fahren. Dann habe ich mir eine Sonnenbrille gekauft. Also das Video musst du dir echt unbedingt anschauen in der Gruppe. Und lustigerweise haben da ja auch welche mitgemacht. Also das war so ein Gaudi, das hat so Spaß gemacht. Aber es war nicht irgendeine Sonnenbrille, aber ich habe sie hier liegen. Moment. Es war diese, ja, die ich mir normalerweise sonst nie gekauft hätte. Und ich finde die einfach so genial jetzt. Also die macht mir so viel Spaß. Ja, und es geht weiter. Danach habe ich Chaos Nummer 3 angezettelt. Und das war bauchfreies Top anzuziehen auf einer Party, was ich seit 20 Jahren nicht mehr gemacht habe. Ist anscheinend auch ganz gut angekommen. Dann, oh, ich weiß gar nicht, ah ja, heute, der, das sind schon 4 oder 5, der Paillettenrock, spontan zu Ikea, weil ich hier irgendwie was verändern möchte, dann einen Pailletten, Mini-Paillettenrock dabei zu tragen. Auch da wirst du noch ein Foto und so dazu sehen. Aber bei Ikea heute, ich mache keine Werbung für diesen Laden, das war, also da habe ich echt mega viel Chaos angezettelt. Da wird es noch ein kleines Videochen zu geben. Und am Ende, ich muss sagen, boah, das Essen ist da echt eine Mutprobe irgendwie. Also, es war auf jeden Fall sensationell. Jetzt werde ich mal gucken, dass ich das, was ich gekauft habe, irgendwie auch noch aufgebaut kriege und so weiter. Aber schau es dir auf jeden Fall an. Komm zu diesem Festival, Sensation Love Festival. Online in der Gruppe und wenn du noch näher, wenn du mich hautnah erleben möchtest mit exklusiven Tipps, dann kannst du in eine exklusive WhatsApp-Gruppe kommen. Exklusiv, exklusiv, exklusiv. Für nur 29 Euro, da kannst du mir deine Frage stellen und ich weiß nicht, ob sowas nochmal vorkommen wird, weil ich auch immer irgendwas anderes mir einfallen lasse. Und daher nutzt die Gelegenheit, mich dann hautnah zu erleben. In der WhatsApp-Gruppe. Ja, jetzt gilt's, besorgt ihr die Tickets. Die ersten sind schon in der Gruppe drin. Freue ich mich schon. Das ist super genial. Und da wird es natürlich auch jetzt schon Impulse für dich geben. Also nicht nur ab dem 11., sondern die Impulse wird es jetzt schon für dich geben. Yes, cool. Also ich freue mich, wenn du dabei bist. Und lass mich doch mal wissen, wo du für dich Chaos anzettelst. Denn das ist deshalb so wichtig, weil wir so viel im Kopf unterwegs sind. Und deswegen brauchen wir neue Neuronen, strenge Neuronenbahnen. Wir müssen etwas anders machen, um etwas Neues erschaffen zu können. Und ich sage mit Absicht, wir müssen. Es gibt ja viele Coaches, Trainer, die sagen, nein, müssen. Das Wort muss man verbannen aus dem Sportgebrauch. Aus dem Wortgebrauch, ich sage, wir müssen es nicht verbannen. Wenn es in der Folge einer Konsequenz steht, macht müssen nämlich total Sinn. Wenn du etwas verändern willst, musst du etwas verändern. Musst du den nächsten Schritt gehen, dann musst du etwas anderes machen. Also wenn du etwas Neues, Großartiges erschaffen willst, dann darfst du, musst du die Dinge verändern. Chaos anzetteln zum Beispiel. Ich bin gespannt, lass mich wissen, wo du Chaos anzettelst in deinem Leben, wie sich das angefühlt hat. Also ich kann mich immer nur noch weiterhin kaputt lachen über meine neue mega coole Brille. Und
Also der Trip heute, von dem ich dir gleich noch ein bisschen erzählen werde, der war einfach sensationell. Das war so lustig. Und ich habe da was gemacht, wo ich dachte, das mache ich auf gar keinen Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas machen würde. Es war jetzt nichts Schlimmes, aber trotzdem habe ich mich gefühlt wie ein Schwerverbrecher. Ja. Dabei war das gar nicht so schlimm. Nur ein bisschen frech. Was das war, du wirst es noch erfahren. Komm zum Sensation Love Festival in die Facebook-Gruppe kostenlos und hol dir dein VIP-Ticket. Jetzt schon für 29 Euro. Später wird es wahrscheinlich teurer. Da kannst du hautnah in die WhatsApp-Gruppe kommen. Yes, ich freue mich auf dich und bis dann!